Hogwarts, Schule für Hexerei und Zauberei. Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass Sie an der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei im 5. Jahr aufgenommen wurden. Das Schuljahr beginnt am 1. September. Die ersten Materialien wurden für Sie abgeholt und werden Sie auf Ihre Reise zum Schloss begleiten. Wie Sie vielleicht wissen, verbietet der Erlass zur vernunftgemäßen Beschränkung der Zauberei Minderjähriger die Anwendung von Magie durch Personen unter 17 Jahren außerhalb der Schule. Aufgrund ihrer besonderen Umstände hat das Ministerium jedoch kulanterweise zugestimmt, dass Professor Elise Fick ihnen dabei hilft, ihre Zauberkünste zu verbessern, bevor er sie von London zum Schloss begleitet, wo sie am Festmahl und der Einführungsfeier teilnehmen werden. Mit freundlichen Grüßen, Mathilda Weasley, stellvertretende Schulleiterin. Ah, dann sind wir wohl fast bereit aufzubrechen. Wirklich schade, dass wir nicht mehr Zeit mit Zaubern verbringen konnten. Sie haben unsere neuen Zauber sicher geübt. Jawohl, Professor. Tja, so schnell hat sich wohl noch niemand an einen Zauberstab aus zweiter Hand gewöhnt. Mit Ihrem eigenen werden Sie noch viel stärker sein. Danke, Professor Fick. Ich möchte Ihnen danken, dass Sie mir helfen, bevor das Schuljahr... Eliasar! George, schön, dass du trotz der eher kryptischen Beschreibung dieses Ortes hergefunden hast. Ich apparierte schon zu vageren Orten als diesem. Doch beim ersten Versuch habe ich mich wohl etwas verrechnet. Die Theaterbesucher am Westend dürften sich sehr erschrocken haben. Es ist so lange her, als deine Eule ankam, also ich... Lieber nicht hier, Eliasar. Natürlich. Sprechen wir auf dem Weg nach Hogwarts. Uns erwarten ein Festmahl und eine Einführungsfeier. Grandiose Idee. Solange dein junger Schützling hier nichts dagegen hat. Überhaupt nichts, Sir. Nach Ihnen. Ewig her, dass ich im Schloss war. Wäre gut, den alten Steinhaufen wiederzusehen. Schottland-Reise zu sehen. Gerade so. Und wer ist deine Reisebegleitung? Ein Neuzugang. Neu? Ja, Sir. Ich fange in der 5. Klasse an. Außergewöhnlich. In der Tat. Dass jemand so spät in Hogwarts aufgenommen wurde, hat man hier noch nie erlebt. Ich auch nicht. Aber da die anderen 5-Klässler ihre magischen Fertigkeiten schon seit 4 Jahren trainieren, bat mich der Schulleiter, den Neuzugang vor Semesterbeginn etwas auf Trab zu bringen. Nun, Sie haben Glück mit Ihrem Mentor. Professor Fig ist sowohl ein ausgezeichneter Lehrer, als auch ein erstaunlich kluger und begabter Zauberer. Mr. Osric neigt zu Schmeicheleien. Wahrscheinlich ein Grund, warum er es im Ministerium so weit gebracht hat. Hast du das gesehen? Oh ja, es herrscht Uneinigkeit darüber, wie gefährlich Runrock wirklich ist. Ich muss das Ministerium noch überzeugen, aber ich glaube, er ist eine ernste Bedrohung. Und es war deine Frau, Eliasar, die mich vor Monaten auf ihn aufmerksam machte. Miriam? Wie denn? Vor ihrem Tod schrieb sie mir von Renrock. Fragte sich, was das Ministerium über ihn wusste.
Bevor ich antworten konnte, erhielt ich das. Es war das Letzte, was sie mir schickte, Eleazar. Es kam per Eule, aber ohne Korrespondenz. Ich kann nur annehmen, dass sie es schnell losschicken musste, um es zu schützen. Vermutlich vor Renrock. Ich kann es nicht öffnen. Es wird durch wahrhaftig mächtige Magie geschützt. Das sieht wie Koboldmetall aus. Das Symbol. Was leuchtet da? Ich sehe kein Leuchten. Ich auch nicht. Bei Merlins Bart. Wie haben Sie... Halt! Wir wissen nicht was. Dieser Mega-Power-Tank bringt sie schnell wieder auf die Beine. Okay, ein Mega-Power-Trank, den kann ich jetzt genau gebrauchen. Drücke G, um zu heilen, alles klar. Zum Wohl. Was ist passiert? Armer George. Warum musste er... Was hatte das blöde Vieh denn... Eine Kutsche im Flug angreifen. Ein Drache würde niemals... Professor? Sir, wo sind wir? Ich bin nicht sicher. Aber das war ein Portschlüssel. Portschlüssel? Ein verzauberter Gegenstand, der einen an einen bestimmten Ort bringt. Ich fühle mich besser, Sir, falls Sie sich umsehen möchten. Ja, aber bleiben Sie bei mir. Wir wissen nicht, wer ihn erschaffen hat. Oder warum. Du meine Güte, wo sind wir denn gelandet? Nur gebracht? Weiter weg von London, als der Wagen fuhr. Wir sind irgendwo im schottischen Hochland. Sir, diese Ruinen. Glauben der Sie... Der Portschlüssel sollte uns herführen? Das glaube ich. So haben wir beide uns den Tag sicher nicht vorgestellt. Aber Miriam hat George den Portschlüssel aus einem Grund geschickt. Und ich glaube, dass Sie und auch George bei der Suche nach dem, wohin er führen soll, sterben. Nun, wenn es Ihnen gut geht und Sie nichts dagegen haben, ich würde mich gern umsehen. Auf jeden Fall, Sir. Gut. Lassen Sie uns hier nach einem Pfad suchen, wie verblasst er auch sein mag. Oh nein, der George Ostrich ist ja jetzt tot. Oh, das tut mir leid. Okay. Folge Professor Fig. Okay. Alles klar, Herr Professor. Ich folge Ihnen. Was denken Sie, woher hatte Ihre Frau den Portschlüssel, der uns herbrachte? Eine gute Frage. Miriam hat jahrelang nach Beweisen für eine längst vergessene Form von alter Magie gesucht. Ist aber ganz schön sportlich, oder Professor? Alte Magie?
Ja, eine mächtige Magie, die nur wenige beherrschen. Sie scheint vergessen worden zu sein. Schloss Hogwarts wurde durch sie errichtet und ist ein Hauptort dieser alten Magie. Ich weiß nicht, wie sie in den Besitz des Portschlüssels kam. Aber ich bin sicher, er hatte mit der Suche zu tun. Ah, da unten ist ein Pfad. Hier lang. Aber Sir, warum hat Ihre Frau nach Beweisen für verlorene Magie gesucht? Miriam wollte verstehen, warum so mächtige Magie aus der Welt der Zauberei verschwunden ist. Obwohl sie Gutes bewirken kann. Aber Magie ist nicht anders als jede andere Macht. Was wirklich zählt, ist derjenige, der sie ausübt. Das ist wohl wahr. Ist das Eis? Es ist hier nicht kalt genug. Anscheinend ist es eine Art Verzauberung. Jemand wollte den Pfad blockieren. Schauen wir uns ihr Können mit dem Zauberstab an. Fokus auf das Zentrum. Basiszauber. Neuen Zauber freigeschaltet. Tippe auf linke Maustaste, um einen Basiszauber zu wirken. Okay. Okay, das sieht doch ganz gut aus, ne? Hat schon ein paar Kratzer gekriegt, das Eis. Dann zerstören wir jetzt diese magische Barriere. Kein Problem. Wow. Ausgezeichnet. Nutze deine Kamera, um ein aktives Ziel auszuwählen. Okay. Ah, hier. Juhu! Ah, hoffentlich hält's die Hose aus. Das war etwas holpriger als erwartet. Definitiv. So, und jetzt leuchten auch hier diese Objekte und ich glaube, ich kann sie mit dem Zauberstab anzaubern, ne? Ui! Okay. Oh, aus der Hüfte hier mal. Zack! Von hinten. Ha. Ihr Können verbessert sich immer weiter. Danke, Sir. Ja, sieht so ein bisschen aus wie Zauber-Kung-Fu. Mir ist ja keine Vase sicher. So. Boah, wie schnell der Professor da hoch ist. Du meine Güte. Ja, okay, aber ich wollte jetzt gerade mal schauen. Hier. Die Möwen. Hallo. Oh. Wow. Wie schön das gemacht ist. Ah, aber ich schieße natürlich keinen Möwe ab. Hallo. Aber hier so ein kleiner Krug, ne? Super. Professor, warten Sie. Wie geht's denn hier lang? Ich bin gleich da, Herr Professor. Einen kleinen Augenblick. So, was haben wir hier noch? Alles Schönes. Oh, wow. Da geht's ganz schön tief runter. Da sieh mal einer, guck. Ne? War ja klar, eine Truhe. Mit 45 Goldmünzen vielleicht. So, und hier nicht auf der Möwenkacke ausrutschen. Hilfe. Oh. Ja, ich kann sie auch ohne Zauberstab klein machen, ne? Und? Komm, mach mal eine Flaschenpost. Ach nee, ist nicht unten angekommen. Entschuldigung. Hätte sein können, ne? Tschu! Aha! Auf jeden Fall die Kiste. Haben wir gefunden. Super. Wow. Wo sind wir? Schottisches Hochland ist ja klar, aber... ganz schön... nicht mehr weit. Gleich davon. Ganz schön ungemütlich. Oh, mein Auge. Ich habe jetzt das Auge gekriegt. Ruhig. Aua. Ah, Schmerz. Reparo. Plopp.
Ich muss das auch können. Reparo. Ist ja der Hammer. Klasse. Herr Professor, Sie haben es geschafft. Die Brücke ist repariert. Unglaublich. Fast geschafft. Die Macht ist stark bei ihm, ne? Richtig super. So. Das braucht aber auch einen Reparo-Spruch. Du meine Güte. Sieht aus wie eine alte Kathedrale. Und schaut mal hier die Möwe. Schön. Im Wind. Was sie gleitet, ne? Du hast Spaß. Okay. Oh, Herr Professor. Warum hat das jemand hier gebaut? Ich schätze, um für sich zu sein. Der Portschlüssel hat uns hierher geführt. Halten wir die Augen offen nach etwas, das nicht hergehört. Okay. Irgendwas, was nicht hergehört. Die Minikarte zeigt deine Umgebung an. Mit dir, dem lila Dreieck in der Mitte, dieses gelbe Symbol ist dein aktuelles Ziel. Halte V gedrückt, um die Einzelheiten des Auftrags an- und abzuschalten. Okay. Gut. Der Weg nach Hogwarts. Professor Fig und ich sind per Portschlüssel zu einer abgelegenen Klippe im schottischen Hochland gereist. Wir müssen die mysteriösen Ruinen erkunden, zu denen der Portschlüssel uns wahrscheinlich leiten sollte. Okay. Gut, jetzt sehen wir unten mal die Minikarte. Da sehen wir unseren Professor. 46 Meter soll es wahrscheinlich sein, von uns entfernt. Hier haben wir eine Statue. Professor, die Statue! Vielleicht war dies sein Zuhause. Okay, sieht auch nach einem Zauberer aus. Okay, scheint aber hier hinzugehören. Das scheint okay zu sein. So, hier nur noch Töpfe. Und sehe ich hier nichts Außergewöhnliches. Oh. Das ist doch der gleiche Zauberer, wie er hinten an der Statue ist, hier auf dem Wandgemälde. Okay. Oh, Hilfe. Professor, es ist eine Art Wandbild. Vielleicht hellseherisch begabt. Interessant. Okay. Oha, bitte nicht kaputt gehen. Ich habe nichts gemacht. Ich habe nichts gemacht. So. Was könnte ich denn noch entdecken? Hier hinten. Scheint auch nichts Besonderes zu sein. Ich kann mal hier hoch. Ne, also hier ist nichts. Ah, springen kann ich auch. Cool. Okay. Ein Becher. Der Heilige Gral. Ah, okay. Aber wir sind ja nicht bei Indiana Jones, also insofern ist es egal. Vielleicht müssen wir doch hier hinten hin. Aha, aha, aha. So, das sieht doch schon mal gut aus. Dieser verzauberte Kristallstein wieder. Was könnte er bloß blockieren? Herr Professor, ich habe was gefunden. Ich mache das schon alleine, ne? Professor Fig. Oh, oh. Oh mein Gott. Herr Professor. Wie seltsam. Warum sollte jemand diesen Stein hierher beschworen haben? Und wie kann dahinter ein Raum sein? Welcher Raum? Ich sehe da nichts. Wieder dieses Leuchten, wie auf dem Portschlüsselbehälter. Okay, gut. Also er sieht nichts. Dafür sehen wir umso mehr.
Ich interagiere mal mit der Magie. Na, was soll schon passieren? Was in Merlins Namen? Bei Godrics Herz. Wo sind wir? Das glaube ich nicht. Oh nein. Bitte nicht. Weck den Kobold auf. Was? Schlafende Kobolde sollte man nicht wecken. Ist das die Bank? Ah, ja. Ist ja klar. Der schlafende Kobold. Entschuldigen Sie, Sir. Hallo? Entschuldigung. Soll ich ihn wirklich wecken? Okay, ich mach's. Hallo? Unmöglich. Einen Moment. Tja. Willkommen bei Gringotts Zaubererbank. Verlies 12, nehme ich an. Ganz genau. Schlüssel? Hm? Der Schlüssel Ihrer Frau. Oh, ja, natürlich. Hier entlang. Bleiben Sie bei mir. Worauf Sie sich verlassen können. Oh, wie cool. Nach Ihnen. Ich will vorne sitzen. Lassen Sie Ihre Hände im Wagen, wenn Sie sie behalten möchten. Ja. Oh, du meine Güte. Hunderte. Auf dem Weg zu Verlies Nummer 12 sind einige davon zu sehen. Im Moment sind wir direkt unter dem Hauptfoyer. Diese Verliese sind am neuesten. Sind private Eingänge in die Bank für Gringotts normal? Eine Seltenheit. Nur jemand mit viel Geld oder Macht oder beidem könnte solch einen Dienst beanspruchen. Boah, du meine. Gut die Luft anhalten. Wie bitte? Was? Der Wasserfall entfernt alle Verzauberungen. Eine Sicherheitsmaßnahme. Sie sind mit dem Diebesfall vertraut, wie ich sehe. Hab ich gehört. Hier befinden sich die unteren Verliese. Wie tief geht es denn? Verlies Nummer 12 wurde kurz nach Gringotts Gründung vor 400 Jahren in Dienst gestellt. Es befindet sich im tiefsten Teil der Bank. Festhalten, ein gutes Stück liegt noch vor uns. Verlies 12. Ein großer Tag. Weiterfahren. Das Armband, das der Kobold trug, hat geleuchtet. Wie das Leuchten auf dem Portschlüsselbehälter. Nein, dunkler. Es war auch auf dem Halsband des Drachen. Wie meinen? Wir haben uns über den Kobold da hinten gewundert. Er wacht über den ältesten Bereich der Bank. Kaum Besucher dort heutzutage. Da sind wir.
Okay, also die mit den rot leuchtenden Anhängern. Wann wurde dieses Verlies zuletzt genutzt? Jahrhundertelang war ein Kobold an meinem Tisch stationiert. In all der Zeit war niemand je in Verlies 12. Bis zum heutigen Tag. Was sagen Leute, die Armbänder oder Halsbänder, die so rot leuchten, das könnte von Renrock sein. Vielleicht sind das Renrocks Diener. Und dann weiß auch Renrock, dass wir hier sind. Was wahrscheinlich nicht gut ist. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Okay. Ja, vielen Dank für Ihre Hilfe. Was meinen Sie, wonach wir hier suchen sollen? Ich weiß nicht. Sir, vielleicht können Sie... Laut den Anweisungen für Verlies 12 soll ich dem Besitzer des Schlüssels Zugriff gewähren und dann die Tür schließen. Halt! Viel Erfolg. Professor? Das kam jetzt wirklich unerwartet. Ich muss denken. Hier muss doch irgendetwas sein. Revelio vielleicht. Revelio? Ja, ein Enthüllungszauber. Jetzt wäre er gut. Schauen wir mal, was wir übersehen. Zauberstab bereithalten. Okay, halte deinen Zauberstab mit der Maus fest und bewege ihn entlang des Pfades des Symbols, um den Zauberspruch zu lernen. Drücke den entsprechenden Befehl, wenn du dazu aufgefordert wirst, um die Bewegung deines Zauberstabs entlang des Pfades des Symbols zu beschleunigen. Okay, gut. Also, jetzt haben wir hier diesen komischen Bereich. Jetzt müssen wir mal schauen. Leertaste. Ich versuch's nochmal. Leertaste. Also ein bisschen schwieriger. Leertaste. Oder festhalten. Okay, ich versuch's mal. Ach so, jetzt kann ich's. Alles klar, jetzt hab's kapiert. Okay. Beim dritten Versuch wird alles gut. So. R wirke Revelio. Revelio. Da war etwas. Etwas näher und probieren Sie es nochmal. Revelio. Ja, da ist eine es. Eine Tür. Ah, ein Anfang. Da ist das Symbol wieder. Ich schätze, Sie wissen nicht, wie man... Ich weiß es, Professor. Das Symbol leuchtet genauso wie das auf dem Portschlüsselbehälter. Falls sich Ihnen ein Weg offenbart, wage ich zu behaupten, wir haben das Geheimnis des Verlies entdeckt. Gehen Sie vor. Okay, mache ich sofort. Ich möchte mir ganz kurz nochmal anschauen, was gibt es denn im Verlies noch? Hier sind römische Zahlen. Und auch wieder diese komischen Behälter. Was ist das denn? Eine Voodoo-Puppe? Was ist das denn? Seht ihr das? Irgendwie, ziemlich lustig. Aber ansonsten sehe ich hier nichts weiter. Gut, dann geht's hier wohl noch weiter. Lumos! Das ist kein normales Verlies. Wir müssen uns den Weg hier heraus verdienen. Was meinen Sie denn mit verdienen? Glauben Sie, das ist vielleicht eine Art Test? Genau. Aber den Zweck kenne ich nicht. Mir nach. Es gibt kein Disapparieren, wenn etwas schief geht. Nicht aus Gringotts. Du meine Güte, ist das duster hier. So, bleib in Professor Figgs Nähe. Ich mache nichts anderes. Da vorne ist etwas. Was ist es? Das Leuchten wieder. Diesmal auf dem Boden.
Uiuiui. Lumos! Was ist passiert? Als ich zum Leuchten gegangen bin, schien es plötzlich, als würde der Boden sich unter mir drehen. Geht es Ihnen gut? Ja, Sir, alles gut. Sie haben den Boden anscheinend verändert. Die Statue. Welche Statue? Ich sehe eine Art Statue, aber nur als Spiegelbild auf dem Boden. Ja, ich würde sagen, Revelio wäre ganz gut. Revelio, ich denke, das haben Sie als Spiegelbild auf dem Boden gesehen. Das stimmt. Das Spiegelbild ist noch da, aber die Position der Statue passt nicht. Halt! Als Sie sich bewegt haben, hat das Spiegelbild sich zum Licht gedreht. Vielleicht hilft hier ja Lumos. Okay, jetzt lernen wir Lumos. Und jetzt weiß ich auch ein bisschen mehr, wie es geht. Also hier mit der Maus kann ich hier die Richtung ein bisschen bestimmen. Also, schauen wir mal, ob das jetzt besser ist. Okay. Ja, auf Anhieb. Sehr gut. Lumos. Du hast den Lichtzauber Lumos erhalten, der automatisch deinen Zauberset zugewiesen wurde. Okay. Lumos lässt die Spitze deines Stabes aufleuchten, damit du in dunklen Gebieten besser sehen kannst. Tippe auf 1, um Lumos zu wirken oder zu beenden. Lumos, sehr gut. Sehr gut. Das Spiegelbild dreht sich jetzt zu mir um. Es folgt wirklich dem Licht. Ach, krass. Okay. Gut, entdecke das Geheimnis der Statue. Ich würde sagen, wir drehen einfach den Schatten bzw. das Spiegelbild so, wie es sein sollte. Oh, bitte, bitte beweg dich nicht. Bitte, bitte beweg dich nicht. Statue, nein! Oh, ist das gruselig. Oh, oh, oh. Okay. Protego! Okay, Protego. Protego ist gut. Accio! Descendum! Levioso! Depulso! Famoso! Ich meine, famos gemacht! Alles klar, so. Kämpfen wir gegen die Wächter. Contrengo! Depulso! Protego! Protego! Expulso! Okay. Descendo. Oh, meine Güte. Professor! Sieh dir deine Ziele an, um den Weg nach vorn zu. Vorzuentführen. Was? Sieh dir deine Ziele an, um den Weg nach vorn zu enthüllen. Alles klar. Okay. Ziele. Achso. Expulso. Expulso. Famoso. Contrengo. Vorsicht, Professor. Protego. Protego. Depulso. Levioso. Defendo. Vorsicht, Professor. Descendo. Oh Gott, es hört immer mehr. Contrengo. So. Ah, ich muss die Angriffe mit Protego abwehren, alles klar. Protego! Komm schon, noch einmal Protego, Protego! So, alles klar. Professor! Kommen Sie! Lumos. Professor! Professor, wo sind Sie? Professor! Professor Fig! Professor, wo sind Sie? Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Okay, wir müssen den Professor finden. Das seht ihr dann in der nächsten Folge, ihr Lieben. Wohin soll ich nur gehen? Ja, das ist die große Frage. Ja, finde Professor Fig. Das seht ihr dann in der nächsten Folge. Ich darf mich ganz herzlich bedanken fürs Zuschauen und sage, bis gleich, ihr Lieben. Macht's gut.